Sonntag, der 31. März 2013 und unfassbar in Berlin haben wir gerade ein bisschen Sonnenschein. Das heißt halt in der Sicht, wie ihr merkt, werden wir in Berlin nicht gerade mit dem Wetter verwöhnt. Wir haben jetzt gestern die Zeitumstellung für die Sommerzeit gehabt, aber trotzdem haben wir immer noch Schnee und Regen und es sieht auch nicht so aus, als ob das innerhalb der nächsten Woche sich auf jeden Fall ändern würde. Das Gute ist, dass die Leute halt trotzdem Paddel spielen wollen, egal welche Temperaturen es gibt. Und auch hier seht ihr gerade wieder ein relativ hohes Niveau mit Dani, Guillermo, Nacho und Hernan. Als kleine Information am Rande, am 21.04. ist das erste reine Damenturnier hier bei Paddel Berlin geplant. Los geht es wahrscheinlich ab 10 Uhr. Und wie der Name schon sagt, können nur die Frauen entsprechend teilnehmen. Es gibt Gutscheine von der Firma Brillibrum und wir werden euch noch informieren, welche Platzierungen, welche Werte der Gutscheine bekommen. Des Weiteren am 28.04. gibt es ein sogenanntes Ranglistenturnier. Das heißt also, es wird zum ersten Mal die interne Rangliste ausgespielt hier bei Paddel Berlin. Und nach dem Turnier gibt es dann entsprechend auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Doppel, dementsprechend sich nach oben arbeiten können. Also, wir freuen uns ja in der Hinsicht darauf, wenn ihr auch bei diesen etwas miesen Temperaturen, sage ich jetzt einfach mal, bei uns vorbeischaut und freuen uns bis zum nächsten Mal bei Paddel Berlin. So, ich dachte mir, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie wir das aktuelle Wetter haben hier in Berlin. Das ist unfassbar. Eben hatten wir noch ein paar Sonnenscheinstrahlen und jetzt haben wir schon wieder Schnee. Guckt euch das doch an, ey. Das ist unfassbar. Wir haben jetzt Anfang April gleich ab morgen und es schneit und schneit und es hört nicht auf. Das kann einfach nicht wahr sein, dieses Wetter. Ach, manchmal wünsche ich mir, ich würde wieder in Spanien leben. Gut, also ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, hier fliegen die Flocken und ich hoffe, dass irgendwann mal dieser blöde Schnee und Winter aufhört. Bis zum nächsten Mal bei Paddel Berlin.